Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe. Heute mal nicht im Studio, sondern heute sitze ich hier im Auto, denn ich bin gerade unterwegs. Und als ich gerade hier auf dem Rastplatz war, habe ich einige Mails mir mal durchgeschaut und auch ein paar Kommentare, die wir in unserer Facebook-Gruppe hatten. Und da ist mir wieder ein Thema in den Kopf gekommen, worüber ich schon längst mal auf diesem Kanal sprechen wollte. Und das tun wir heute, nämlich wir reden heute mal darüber, wie schafft man es eigentlich, langfristig im Optionshandel erfolgreich zu sein? Natürlich möchte jeder von uns langfristig erfolgreich sein. Das ist ganz klar. Egal, ob das jetzt im Optionshandel ist, egal, ob das in irgendeinem anderen wirtschaftlichen Bereich ist, als Unternehmer, aber selbst als Angestellter will man ja erfolgreich sein und vielleicht die Karriereleiter hochklettern. Das kann beim Sport sein, das kann bei persönlichen Sachen sein. Und wie schafft man das? Und viele, finde ich, machen sich immer wahnsinnig Gedanken darüber, wie sie da hinkommen. Also, dass sie zum Beispiel sagen, okay, wir bleiben mal beim Thema Optionshandel. Viele machen eben eines, dass sie sagen, ich fange an, lese Bücher darüber, ich besuche vielleicht ein Seminar, mache ein Coaching, eine Ausbildung, wie auch immer. Und irgendwann kommen sie dann sogar zu dem Punkt, wo sie sagen, jetzt funktioniert es bei mir, jetzt bin ich erfolgreich. Und dann flacht das aber wieder so ab. Ne? Das heißt, irgendwann hören sie wieder auf, erfolgreich zu werden und das geht wieder weg. Und deswegen der Schlüssel, um langfristig erfolgreich bleiben zu können, ist Beständigkeit. Und das ist in jedem Bereich so. Bevor wir zum Optionshandel kommen, lasst es mich mal an dem Beispiel Sport und Fitness mal ganz klar erläutern. Hier ist es doch auch so, ich bin jetzt 46 und da macht man sich auch so ein bisschen Gedanken, ist der Bauch noch nicht so dick und kommt das Doppelkinn nicht? Ich habe jetzt ein Bart, da geht's. Aber nein, ist natürlich auch klar, da macht man sich Gedanken, wie wird man einfach oder wie bleibt man fit? Und da machen ja dann viele auch irgendwie so, machen mal Diäten oder dann rennen sie mal ein halbes Jahr ganz, ganz extrem ins Fitnessstudio und haben dann wirklich so den Körper, wo sie sagen, genau den will ich jetzt haben. Damit bin ich jetzt zufrieden das gefällt mir jetzt. Und dann triffst du diese Leute 2 Jahre später wieder und sie sehen genau wieder so aus wie vorher. So. Und warum ist das so? Und das ist genau derselbe Grund, warum manche eben in einem Trading-Bereich, beim Optionshandel beispielsweise, kurzfristig Erfolg haben, aber nie langfristig. Und der Schlüssel ist Beständigkeit. Und was meine ich jetzt mit Beständigkeit im Optionshandel? Im Optionshandel ist es ja so, dass die grundlegende Strategie, die dahinter steckt, wir verkaufen Optionen, das ist ja nichts Kompliziertes. Ne? Das heißt, da muss man jetzt nicht Raketenwissenschaft studiert haben, da muss man jetzt nicht ein akademisches Genie sein, um zu begreifen, wie das funktioniert. Es gibt ein paar Regeln, an die muss man sich halten, besonders eben im Risiko- und Money-Management. Es gibt ein paar Dinge, die man lernen muss, habe ich euch auch schon hier vor kurzem jetzt im Kanal gesagt, ne? Also ein bisschen die Mathematik verstehen, Volatilität verstehen, aber im Grunde ist es alles nichts Kompliziertes. Und jetzt kommt aber der Punkt, warum so viele wieder scheitern. Ich merke das immer wieder aus Gesprächen, aus Kommentaren und so weiter. Und zwar, das ist einfach die fehlende Beharrlichkeit, Beständigkeit, immer wieder das Gleiche zu machen. Ich lese ganz, ganz häufig, dass welche sagen, naja, ich will jetzt noch mal was anderes machen. Das ist ja so langweilig. Und dann denke ich immer, warum machst du überhaupt Börsenhandel? Also was ist denn dein Ziel? Ist dein Ziel, Geld zu verdienen oder ist dein Ziel, Action zu erleben? Versteht mich bitte nicht falsch. Das ist absolut okay, wenn jemand sagt, er will Action erleben, er will irgendetwas Spannendes in seinem Leben haben, dann kann er das gerne tun. Aber Börsenhandel ist in allererster Linie dafür da, dass man Geld verdient. Und Optionsverkauf ist ein Trading, in dem man regelmäßig Geld verdienen kann. Und da kann es doch gar nicht langweilig genug sein, wenn ich weiß, dass ich etwas habe, was funktioniert, dann muss ich im Grunde nur noch dranbleiben und immer wieder das Gleiche tun. Ich persönlich beschäftige mich jetzt ungefähr so 15, 16 Jahre mit dem Verkauf von Optionen. Und ich habe in dieser Zeit wirklich alles erlebt, was man als privater Händler erleben kann. Ich habe extrem gute Jahre gehabt, wo ich wirklich außerordentlich hohe Renditen erzielt habe. Ich habe Jahre gehabt, die ganz normal waren, also wo man sagt, ja, da hast du also als privater Händler 10, 15, 20% gemacht. Und ich habe aber auch schon Zeiten erlebt, wo ich wirklich große, schmerzhafte Drawdowns hatte. Und
Mittlerweile ist es bei mir allerdings so, dass ich diese Drawdowns sehr, sehr stark unter Kontrolle habe. Ne? Also das, was mir vielleicht vor 10 Jahren noch passiert ist, dass meine Position extrem gegen mich läuft oder ich eine zu große Position habe, das passiert mir heute nicht mehr. Und warum ist das so? Das liegt natürlich einfach daran, weil ich in diesem Gebiet mich immer weiterentwickelt habe. Ich habe mich spezialisiert auf den Optionshandel. Ich weiß natürlich auch ein bisschen was über andere Dinge. Ne? Ich weiß auch, wie man langfristig Aktien in langfristigen Aktien investiert. Ich kenne mich auch ein bisschen in dem Gebiet Immobilien. Ich habe auch ein Grundverständnis für markttechnisches Handeln, ein Grundverständnis für Daytrading, ich habe ein Grundverständnis für Forex. Aber ich bin darin eben kein Spezialist. Worin ich ein Spezialist bin, ne, das ist Optionsverkaufen. So. Und das bedeutet für mich ganz einfach, dass ich eben dranbleibe an dem Thema und mich auch immer wieder weiterbilde. Also, dass ich immer wieder versuche, wie kann ich dieses Spezialgebiet, was ich habe, wie kann ich das verbessern? Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, ich habe jetzt was über Optionen gelernt, jetzt will ich mal was ganz anderes lernen. Und das ist aber aus meiner Sicht heraus nicht der 100% richtige Ansatz, sondern der 100% richtige Ansatz wäre es zu sagen, ich handle jetzt Optionen, das ist etwas, was mir persönlich liegt, damit verdiene ich Geld. Und wir haben wahnsinnig viele Kunden im Coaching, die uns dann schreiben, Jens, das ist das allererste Mal, dass ich wirklich nachhaltig und effektiv regelmäßig Geld verdiene. Und jetzt spricht da überhaupt nichts dagegen zu sagen, jetzt bilde ich mich mal ein bisschen weiter. Jetzt schaue ich mir noch mal was anderes an. Aber es sollte immer die Prämisse sein, wie kann ich denn das in mein Hauptgeschäft, sprich den Optionsverkauf, einbeziehen. Und da fällt mir auf, viele suchen aber immer noch so nach dem nächsten heiligen Gral. Das heißt, die bleiben nie irgendwo stehen, sondern machen immer weiter, machen immer weiter, machen immer weiter. Und wenn du halt irgendwo Erfolg haben möchtest im Leben, dann musst du dich auf eine Sache fokussieren und natürlich wirst du automatisch immer dazulernen. Und zwar woraus? Erstens aus deinen Fehlern und natürlich aus den Fehlern anderer Menschen, die dir über diese Fehler erzählen, wo du dann vielleicht ein Seminar machst oder dergleichen, wo du halt wieder was lernst. Ne? Oder einfach auch mal der Austausch mit Kollegen. Mir fällt übrigens auch auf, dass sehr viele Coaches, die in unserem Bereich tätig sind, ne? Da gibt es ja nur ganz, ganz, ganz wenige, die sich auch selbst weiterbilden. Extrem wenige. Also ich könnte keine 5 Trader-Kollegen aufzählen, die regelmäßig auf Seminare gehen. Keine 5. Die 3, 4, die ich, sagen wir mal, jetzt überlege ich mal, also 4 könnte ich aufzählen. Ja, vielleicht schaffe ich 5, ne? Aber 3, 4 kann ich auf jeden Fall aufzählen. Die sind übrigens auch dann super mega erfolgreich, also wirklich sehr erfolgreich, verdienen sehr viel Geld, sowohl in ihrem Coaching als auch in ihrem Trading. Und was machen die aber alle? Die bilden sich auch immer weiter. Das heißt, die gehen auch immer noch zu Seminaren, die gehen zu Schulungen, die schauen sich Webinare an, die beschäftigen sich mit dem Thema. Aber, und jetzt kommt der Punkt, nicht weil die etwa sagen, ich habe ein Geschäft, was super läuft und jetzt suche ich ein Geschäft, was noch besser läuft, sondern die sagen, ich habe ja ein Geschäft, was super läuft und jetzt lerne ich noch etwas dazu, um dieses Geschäft noch besser zu machen, um es noch ertragreicher zu machen, um einfach für meine Kunden mehr Mehrwert schaffen zu können. Oder eben, wenn es ums Thema Trading geht, dass ich einfach noch besser in meinem Trading werde. Ne? Und wenn ich so meine eigene Trading-Karriere mir anschaue, dann ist es auch so, dass ich sage, irgendwann habe ich mich mal gefreut, als ich die ersten 1000 Euro verdient habe mit Optionsverkauf oder vielleicht damals noch 1000 D-Mark. Und irgendwann war es dann mal so, dass man sagt, Mensch, dieses Jahr habe ich 10.000 verdient. Und irgendwann hat man gesagt, irgendwann hat man vielleicht mal 100.000 im Jahr verdient. Und mittlerweile, wenn ich so unsere Vermögensverwaltungsaktivitäten, die wir ja für diverse Vermögensverwalter machen oder die Auflegung unseres Fonds mit einbeziehe, ja, dann reden wir eben mittlerweile über ganz andere Summen, die im Jahr aus dem Handel herausgeholt werden. Ne? Und das schafft man ja aber nicht, indem man sagt, ich renne alle 2 Jahre dem neuen heißen Thema hinterher, sondern dass man sagt, okay, ich bleibe an einem Thema mal dran und versuche mich immer weiter zu verbessern, immer weiter voranzukommen. Und deswegen, ich zum Beispiel schaue mir wahnsinnig viel auch andere Kollegen an, was die so machen.
in den USA, aber auch hier in Deutschland, auch im Bereich oder gerade auch im Bereich Optionen. Ich habe eine Menge YouTube-Kanäle abonniert, wo es ums Thema Optionen geht. Ich schaue mir Webinare an. Ich lese Bücher. Jedes Optionsbuch, was rauskommt, kaufe ich mir. Davon sind 95% des Inhaltes in der Regel für mich nichts Neues mehr. Aber es ist immer irgendwo eine kleine Idee dabei, wo du sagst, das ist interessant, das könntest du mit einbauen oder sieh es mal von der Seite. Ne? Also manchmal nur in Gedankenblitz, wo man sagt, ah, das stimmt, das könntest du auch mal so machen oder könntest du auch mal so anmachen. Oder betrachtet unsere Morgenroutine. Ne? Wer bei uns ein kleines Kundenwebinar mitgemacht hat, vielleicht vor 2 Jahren, da habe ich das erste Mal diese Morgenroutine, die ich schon viel, viel länger mache, das allererste Mal so ein bisschen der Öffentlichkeit vorgestellt. Und das ist ja jetzt nichts Weltbewegendes. Das ist eine Excel-Tabelle, wo man einfach sich eine Marktübersicht schafft. Und durch die ganzen Rückmeldungen, die ich dann bekommen habe, durch die Zusammenarbeit mit den Coaching-Kunden in Seminaren und so weiter, habe ich eben selbst dann auch diese Morgenroutine für mich immer weiter verbessert, sodass sie heutzutage zwar ursprünglich noch das ist wie vor 2 Jahren, aber mittlerweile eben wirklich so einen absoluten Mehrwert für mich hat, dass ich auf diese Morgenroutine nie wieder verzichten würde, weil sie für mich essentiell wichtig geworden ist. Und ohne dass ich die mache, mache ich keinen einzigen Trade an diesem Tag. Und das sind halt so Dinge, das meine ich mit Beharrlichkeit, dass man dranbleibt, dass man sagt, okay, wo will ich denn, ich will doch jetzt nicht ein Geschäft machen, was mal 1-2 Jahre funktioniert. Ich will doch nicht Börsenhandel machen, was mal 1-2 Jahre funktioniert. Ich möchte Börsenhandel machen, ich will Optionen verkaufen. Heute, in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15, in 20 Jahren. Ne? Das soll doch ein langfristiges Geschäft sein. Und dass dann natürlich automatisch auch die Gewinne hochgehen, schon allein durch den Zinseszinseffekt, durch die größer werdenden Konten, durch das bessere Know-how, was man hat, das ist doch ganz klar. Und das vermisse ich manchmal bei denjenigen, die mit großer Euphorie anfangen und dann aber wieder nachlassen. Ne? Also die geben wahnsinnig Gas, steigen hier auf 10 Kilometer Höhe wie ein Flugzeug und nehmen dann aber das Gas weg. Und dann ist es halt so, die brechen nicht sofort wieder ein, aber dann so Sinkflug geht es eben wieder nach unten. Und deswegen ist meine Bitte an euch einfach, wenn ihr euch für das Thema Optionsverkaufen interessiert oder wenn ihr euch dafür entschieden habt, dass ihr dann ganz einfach sagt, Mensch, das ist jetzt nichts, was ich jetzt mal machen will, sondern wenn ihr da wirklich Erfolg haben wollt, wenn ihr da wirklich das große Geld verdienen wollt, dann müsst ihr es langfristig machen. Und da ist es vollkommen egal, wie viel ihr jetzt auf euren Konten habt, ob ihr da 5.000 Euro habt, ob ihr da 500.000 Euro habt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wer 5.000 Euro hat und beharrlich dranbleibt und das macht, der immer wieder lernt, der an sich arbeitet, der an seinem Trading arbeitet, der wird über kurz oder lang ein 500.000 Euro Konto haben. Das garantiere ich euch. Ne? Weil ihr werdet Mittel und Wege finden, wie dieses Konto größer wird. Und es gibt ja diesen Spruch, den ich sehr, sehr gerne zitiere, der ist leider nicht von mir, sonst hätte ich schon ein Patent angemeldet, der ist von Bodo Schäfer und das finde ich einer der tollsten Sätze, den es gibt, nämlich die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können, ich werde in einem Jahr Trading-Millionär, aber sie unterschätzen, was sie in 10 Jahren erreichen können. Und das ist ein fantastischer Satz, den man sich ausdrucken und an die Wand heften sollte, wenn man noch nicht daran glaubt. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das so stimmt, weil ich es auch selbst erlebt habe. Ne? Und ich investiere wirklich auch immer selber weiter in mein Trading, in mein Geschäft auch. Wer mich jetzt ein bisschen länger kennt, ich habe mein allererstes Büro gemietet, das waren 18 Quadratmeter. So, 18 Quadratmeter. Das war ein ganz, ganz kleines Büro, da hat ein Tisch reingepasst und ein Laptop und ein Computer und 3 Stühle waren es, die ich hatte und ein Schrank und das war es halt dann. Ne? Und mittlerweile, wir haben in diesem Jahr unser komplettes Bürohaus gekauft, wir bauen jetzt gerade auf, das heißt, das kostet mehrere 100.000 Euro. Und warum ist das so? Das ist ja nicht über Nacht gekommen, ne? Sondern das hat sich entwickelt. Aber warum? Weil ich einfach beharrlich an dem Thema
dran geblieben bin, dass wir jetzt einen Fonds gründen, das ist ja keine Entwicklung, die ein halbes Jahr nach der Beschäftigung mit dem Optionshandel losging, sondern es hat eben 15 Jahre gedauert. Jetzt kommt das aber. Und das ist auch nicht mein Endziel. Das heißt, ich habe auch für mich selber noch große Ziele für die Zukunft, die ich erreichen möchte. Die sind vielleicht jetzt gar nicht mal mehr unbedingt so monetär. Also es geht nicht nur darum, jetzt immer mehr Geld zu verdienen, ne? Weil mehr als in dem einen Auto hier kann ich auch nicht sitzen und mehr als das eine Shirt kann ich auch nicht anziehen. Und nichtsdestotrotz, es geht aber auch darum, es macht einfach riesen Spaß, wenn man ein Geschäft größer machen kann, wenn man sein Trading größer machen kann, wenn man sich plötzlich in ganz anderen Dimensionen bewegt, wenn man plötzlich auch mit ganz anderen Instrumenten handeln kann, als man sich das vielleicht vor ein paar Jahren vorgestellt hat. Und deswegen meine Bitte an euch, bleibt wirklich beharrlich an der Sache dran, macht euch langfristige Pläne und bleibt dran, macht immer weiter. Die Rückschläge, die ihr erlebt, die sind vollkommen normal, aber überlegt mal, wenn ihr heute zum Beispiel eine Aktienoption verkauft und die kostet, keine Ahnung, 60, 70 Dollar und oder lass sie 100 Dollar kosten, komm, da können wir alle einfach rechnen und dann verdreifacht die sich mal, ihr müsst zurückkaufen, ihr macht 200 Dollar minus, ne? Da geht für manche die Welt unter und da denke ich so, Junge, wo willst du denn in 10 Jahren sein? Glaubst du, dass diese 200 Dollar, die du jetzt verloren hast, dass das einen großen Unterschied ausmacht, wo du in 10 Jahren bist? Klar, wenn du in einem Jahr Trading-Millionär sein willst und hast ein 5.000-Euro-Konto, dann sind 200 Euro, dann macht das viel aus. Das bringe ich nämlich noch weiter weg von deinem nahezu unmöglich zu erreichenden Ziel. Aber auf 10 Jahre gesehen, mit Beharrlichkeit, ist das doch überhaupt kein Thema. Und dann, und das ist jetzt wieder wichtig, wer eben so beharrlich ist, einen langfristigen Plan hat, den schockt das dann auch nicht, wenn sowas passiert. Okay? Das waren ein paar Gedanken zum Wochenende. Wir hören und sehen uns wieder nächste Woche mit neuen Videos. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg, bleibt dran und wir sehen uns natürlich jetzt nicht nur nächste Woche, sondern ja dann auch in 10 Jahren auf diesem Kanal wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euch alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.